Auf zur nächsten Runde. Herzlich willkommen zurück zu Let's Play Dead Space. Ich habe mich gerade entschlossen, wir gehen nochmal zurück und öffnen diese Tür mit dem Energieknoten hier, weil wir gerade so beschissen dastehen. Ich brauche unbedingt irgendwoher Leben und ein bisschen Muni. Deswegen muss das jetzt sein. Ich brauche das hier. Ich weiß nicht, was es drin gibt, aber mal gucken. Wird ja wohl irgendwas... Das sieht schon mal gut aus. Das sieht nach Muni aus. Das sieht nach Credits aus, nach einem Flammenwerferbrennstoff. Ripper-Klingen, okay. Was auch immer das ist, wir werden es wahrscheinlich sehen. Ja, Inventar ist voll. Fick dich. Was haben wir denn, was wir abwerfen können? Gucken wir mal. Halbleiter Gold. Schema Medipack Mittel. Schema Energie für Ripper. Keine Ahnung, was das ist. Aber ich nehme mal an, eine Waffe. Wir haben noch Strahlmunition ein bisschen. Okay, Flammenwerferbrennstoff. Ansonsten hier Stasepack können wir auch mal abwerfen. Oder halt, nee, komm, wir werfen mal so einen beschissenen Luftkanister ab hier. Flupp, weg damit. Erstmal das Medipack. Und dann mal hier den ganzen Kram. So, dann müssen wir bestimmt wieder voll sein. Ja. Okay, na dann. Dann sind wir jetzt ein bisschen besser ausgerüstet. Und ich denke, dann könnten wir es jetzt auch eventuell schaffen. Haben wir sonst hier noch irgendwas? Außer dem Stasepäckel. Das da vielleicht? Nee, geht nicht. Mal ein bisschen rumprobieren. Vielleicht gibt es ja noch irgendwas. Ich weiß es ja nicht. Aber es sieht schlecht aus. Okay, dann wollen wir mal. Erstmal natürlich noch schnell hier drüben wieder die Stase, halt hier drüben mal wieder die Stase aufladen. Ich weiß, dafür hätte ich jetzt auch die Stase-Packs benutzen können, aber warum? Ich kann sie erstmal liegen lassen. Vielleicht benutze ich ja jetzt irgendwie ganz exorbitant viel, dass ich sie mir nachher noch holen kann, weil ich wieder Platz habe. So, dann wollen wir uns nochmal im Antriebsraum den Biestern nur stellen. Vielleicht kriegen wir es ja diesmal hin. Ich speichere auf jeden Fall nochmal. So, weil wir jetzt besser dastehen, vielleicht klappt es ja dann ein bisschen besser. Mal gucken. Yep, überspeichern. Okay. Haben wir das Ganze überschrieben. Hier drüben sind wir noch zu. Das wird bestimmt erst dann aufgehen, wenn wir den Antrieb hingekriegt haben. Gut, dann wollen wir mal. Ich werde vielleicht nicht unbedingt gerade den Plasma-Cutter benutzen, sondern vielleicht eher die hier, weil wir für den Cutter ja nichts mehr haben. So, unsere Kanister liegen noch. Der kann mal weg hier. Ansonsten, gut. Ich würde sagen... Ja, bleibt mal schön liegen hier. Ich würde sagen, auf ins Verderben. Zündungssequenz eingeleitet. Bitte warten. Was? Na, nimmst du mal. Hat ja super geklappt. Okay, Nummer 1 ist weg. Nummer 2. Scheiße. Ach, komm schon. So, erstmal überall die Beine weghacken, dann können wir erstmal weglaufen. Okay. Da kommt die Krabbelbande. Antriebe bereit. Bitte Zündung bestätigen. Ich hab's schon gesehen hinter mir hier. Ja, 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 ja. Jetzt gerade nicht. Oh nein, wie viele kommen denn hier? Alter. Das ist ja unnormal. So, mal wieder auf den Strahl zurück. Scheiße, scheiße, scheiße. So, das war's zu denen. Noch einer. Nein? Das wäre ja göttlich. Das war jetzt schon ein bisschen stressig, würde ich sagen. Ich traue dem Frieden noch nicht. Ist hier keiner mehr? Hier waren doch gerade noch zwei hinter mir her. Und einen habe ich jetzt gerade erst platt gemacht, oder? Na gut, wollen wir mal glauben, dass es wirklich vorbei ist. So, das sammeln wir erstmal fröhlich ein. So, ein paar Credits. Weg mit dir. Ups. Ja, gib mal her hier die Impulsdinger, nicht Pulsdinger.
Okay, hier hinten, halt. Hier ist ja noch was. Na sowas. Plasma-Energie für mich, okay, die nehmen wir auch gerne mit. So. Was hast du denn für mich hier Schönes? Credits und Plasma-Energie. Und du, ach nee, dich hatte ich ja bloß hier hingeschmissen, genau. So, noch ein bisschen Strahlmuni. Wie sieht's denn hier eigentlich aus? 4 Schuss, okay. Passt schon. Und du darfst auch mal ein bisschen spendabler sein. Bist du aber nicht, Arschloch. Okay, Antrieb ist wieder in Ordnung jetzt, glaube ich, ne? Wir müssen jetzt bloß noch irgendeine Dingens eingeben hier. Zündung bestätigen, genau. Antriebe werden gezündet. Gut. Kommt keiner mehr, ich bin froh. Das ist ja auch äußerst beruhigend hier oben. Na gut, dann mal zurück. Es funktioniert. Wir sind online und funktionstüchtig. Endlich ein paar gute Neuigkeiten. Nehmen Sie eine Monorail zur Brücke, Isaac. Ich bringe uns zurück in einem Biospazier. Warte, warte. Ihr seid noch nicht gesichert. Das Asteroidenabwehrsystem des Schiffes ist offline. Auf dem Weg nach oben müssen wir durch ein Feld mit Trümmern von den Bohrungen. Wenn wir das System nicht hochfahren, wird es uns in 1000 Stücke zerreißen. Verdammt. Ich werde von hier aus daran arbeiten. Isaac, kommen Sie zu mir auf die Brücke. Sie können hier mehr erreichen als ich. Okay, geht klar. Ich fand schön, wie sie ihn so richtig schön fett abgewürgt hat. Den Zack. Okay, nochmal drüber schreiben. Okay. Puh, das war jetzt ganz schönes Stück Arbeit. Okay, zurück zum Kontrollraum. Erinnerung, synchronisieren Sie Ihre Rig regelmäßig. Natürlich. Mal wieder auf die 1 gewechselt und mal nachgeladen. So. 10 Schuss. Okay. Wunderbar. Was klimpert denn hier so? Äußerst beruhigend. Ja, noch schön ein bisschen Muni, genau. Das sieht gut aus. Ich befürchte, hier kommt gleich was. Hallo? Okay, Nicole hat sich mal wieder gemeldet, auch schön. Ist sie denn noch irgendwo da? Ist sie noch erreichbar? Zum Maschinenraum. Gefahr, Zutritt nur für autorisiertes... Ja, wir sind autorisiert. Wir autorisieren uns selbst, mangels irgendjemandem, der uns hier autorisieren könnte. Und jetzt kriegen wir auch wieder ein paar Medipacks, auch wunderbar. Bin übrigens sehr begeistert, dass wir es geschafft, oder dass ich es geschafft habe, ohne Lebensverlust durch diesen Kampf durchzukommen gerade. Ach, hier sind wir, okay. Unser Freund sitzt immer noch gemütlich rum. Na dann, okay. Müssten wir hier soweit alles... Nein! Warum denn? Noch einer? Schnell in die Ecke. Ich hab's doch gerade nochmal röcheln hören. Wie jetzt? Strahlmuni voll. Dann lad mal eben nach hier. So. Hallo? Hör mal auf zu flappern hier. So, wir gehen erstmal in den Shop schnell. Denn wir haben ja ein Schema, das wir abgeben. Oder zwei Schemen, die wir abgeben können. Zwei Schemata, so rum. Genau, Medipack Mittel und die Ripper-Klingen. Die Ripper-Klingen wollen wir uns gleich mal angucken. Ach, das ist irgendwie Muni für irgendeine Waffe, okay. Müssen wir bloß noch die Waffe dazu finden, würde ich sagen. Gut, 2 Knoten haben wir noch. Hatten wir denn hier eine Werkbank? Werkbank? Hier hinten vielleicht? Nee. Aber wenn wir jetzt sowieso zurück zur Monorail gehen, dann kommen wir jetzt eh gleich wieder an der Werkbank vorbei. So, weg da. Monorail ist noch da? Wunderbar. Oder? Ach nee, hier gab es gar keine Werkbank. So ein Mist. Stimmt, das war auf der anderen Ebene, glaube ich. Okay, dann raus aus dem Maschinendeck und rein in die nächste Ebene.
Aufgabe erfüllt und ich schätze mal, das ist das Ende von Kapitel 3. Kurskorrektur abgeschlossen. So, dann schauen wir mal, ob es jetzt zum Antriebsdeck geht. Ja, natürlich speichern wir mal wieder den Fortschritt. Was sonst? Wie immer. Lieber einmal mehr gespeichert als einmal zu wenig. Kapitel 4, bevorstehende Vernichtung. Na, das klingt doch äußerst vielversprechend. Da habe ich doch gleich wieder richtig Lust drauf. Puh, okay. Ich hoffe mal, wir stolpern irgendwann mal über irgendein Munitionsparadies, wo wir so richtig schön viel Muni absacken können hier. Das wäre natürlich geil, aber ich glaube es irgendwie nicht so. So, Isaac, schauen wir mal, was es hier so Schönes gibt für uns. Isaac, kommen Sie. Kendra hatte recht, das AA-System ist total abgeraucht. Ich brauche Ihre Hilfe, um das zu reparieren. Kendra, wenn Sie mich hören können, versuchen Sie bitte, die Schiffsprotokolle einzusehen. Scheinbar haben Sie von dort aus besseren Zugang. Wann wollten Sie uns von dem Artefakt erzählen, Hammond? Sie wissen schon, dieser Marker. Davon weiß ich nichts. Er wird in den Berichten des Kapitäns erwähnt. Sie haben ihn vom Planeten hochgebracht. Er ist auf dem Schiff? Im Frachtraum. Sie glauben, er stammt von einer außerirdischen Intelligenz. Keine Ahnung, was es ist. Ach was. CEC wusste nichts darüber. Sie lügen doch. Augenblick mal, ich bin hier nicht der Böse. Wir sind gerade alle etwas aufgewühlt. Sie werden mir einfach glauben müssen, dass ich nichts darüber wusste. Wir haben das Trümmerfeld erreicht. Bringt uns zum Cockpit des Captains. Ich werde Ihnen später alles erklären. Hammond out. How do we measure success? Nicht so, wie es hier aussieht, glaube ich. Ja. Ist natürlich fraglich, ob der Zack wirklich nichts davon wusste, von dem Marker. Wir werden es sehen. Aber, das ist nicht gerade beruhigend, dass der Marker direkt an Bord hier ist und das wird leider auch noch, naja, ein bisschen folgenreich sein. Was haben wir denn da Schönes? Attention! The bridge of the USG Ishimura is a secured location. Natürlich, sehen wir auch sofort. All personnel must pass a security bias scan before entering. Please proceed to the right and wait for instructions from the officer. Thanks for your cooperation. The Ishimura Security Team. Be a team player. Be a team player. Auch du bist Deutschland. Boah, Alter. Mann. Böser Mazaha. Was? Ich geh mal, ne? Hallo? Danke fürs Licht machen. Ach, immer wenn man mal so ein bisschen rumflaxen will, da kommt irgend so ein Arsch an und zerstört einem das. So, Shop brauchen wir jetzt eigentlich nicht, da waren wir ja gerade eben erst. Hauptatrium, okay. Dann also in den Aufenthaltsbereich. Da wird es schön viele Leichen und demnach auch schön viele Necromorphs geben, befürchte ich. Und hier flappern ganz schön viele Gegenstände rum draußen. Was? Warnung. Bruch in der Hülle registriert. Oh really? Sherlock, Mensch! Isaac, Einschlag auf der Brücke, genau zu deinen Füßen. Ich sehe schwere Schäden, die Eindämmung sollte aber okay sein. Die Lebenserhaltungssysteme sind stabil, wir müssen jetzt das AAS zum Laufen bringen. Na, da hat sie mir ja was Neues gesagt, dass hier was eingebrochen ist. Okay, was haben wir hier? Audiolog. Kommt was? Nee, dann können wir uns das mal in Ruhe anhören. Ja, klingt, als wäre alles unter Kontrolle. Denn die USG Ishimura is a secured area. Okay, Crackers, Planet Crackers Starship Ishimura. Haben wir da noch irgendwas hier? Ja, hier drüben liegt noch eine Dingens rum, eine Spule. Was? Gegner? Hoffentlich nicht. Ich glaube, es knackt einfach so nur. Aber hier kommt dann bestimmt noch was. Ich sehe es schon kommen, dass dann später irgendwann noch irgendwelche Gegner hier angekraxelt kommen. Und uns dann tierisch auf den Sack gehen werden. Sicherheitsraum ist natürlich zu. Man kann sich nicht verirren in diesem Spiel.
Selbst ohne diese Wegfindungsanzeige hier kann man sich eigentlich nicht verirren, großartig.